Siebenmal hinfallen, achtmal aufstehen. So lautet ein berühmtes japanisches Sprichwort, das gerade vielen Menschen an der erdbebengeplagten Westküste Japans zumindest etwas über die schweren Tage helfen könnte. So schlimm es auch ist, nur nicht aufgeben. Tja, aber die Situation nach den schweren Erdstößen gestern ist schlimm. Mindestens 55 Menschen sind ums Leben gekommen, Hunderte sind verletzt, Tausende haben ihre Häuser verloren. Und heute dann das nächste Unglück. Auf dem Flughafen Tokio stößt ein Airbus bei der Landung mit einem Flugzeug der Küstenwache zusammen, das Hilfsmaterial ins Erdbebengebiet bringen sollte. Christiane Justus. Dramatische Szenen aus der Innenkabine des Airbus 350. Nur Sekunden nach der Landung sehen die Reisenden, wie ihr Flieger Feuer fängt und Rauch eindringt. Zu dem Zeitpunkt sind 379 Passagiere an Bord der japanischen Airline und 12 Besatzungsmitglieder. Kurz vorher auf der Landebahn der Moment der Kollision, die beiden Flugzeuge stoßen zusammen. Eine Überwachungskamera filmt, wie das Passagierflugzeug brennend weiterfährt. Offenbar behalten Crew und Reisende aber die Nerven. Alle können sich über die Notrutschen in Sicherheit bringen, helfen sich gegenseitig, bevor der Flieger später auseinanderbricht. Und nach der Rettung wirken einige völlig gefasst. Ich habe etwas Rauch gerochen, aber da war keine Panik. Wir waren innerhalb von 5 Minuten aus dem Flugzeug raus. Ich kann nur sagen, das war ein Wunder. Wir wären alle gestorben, wenn wir nicht so schnell rausgekommen wären. Warum die beiden Flugzeuge zusammengeprallt sind, wird nun untersucht. 5 Menschen aus der kleineren Maschine der Küstenwache kamen in den Flammen ums Leben. Wie zahlreiche andere Einsatzkräfte waren sie mit Hilfsmaterial auf dem Weg in die vom Erdbeben betroffenen Gebiete. Gestern hatte ein Beben der Stärke 7,6 tausende Häuser in der Präfektur Ishikawa zusammenbrechen lassen. Das ganze Ausmaß der Katastrophe lässt sich nur langsam erahnen. In der Hafenstadt Wajima im Westen des Landes stehen die Menschen Schlange an einem Evakuierungszentrum bei Temperaturen nur knapp über 0 Grad. Wasser- und Stromleitungen von insgesamt mehreren 10.000 Haushalten wurden zerstört. Jetzt sind sie hier auf Hilfe angewiesen. Bei uns gibt es zwar noch Strom, aber wir haben kein Wasser mehr. Die Einsatzkräfte haben mit den Aufräumarbeiten begonnen, doch die erweisen sich vielerorts als schwierig. Erdrutsche und umgestürzte Bäume behindern die Zufahrt. Es sei ein Kampf gegen die Zeit, heißt es im Krisenstab. Die Rettungsarbeiten werden durch die zerstörten Straßen erschwert. Das macht es sehr kompliziert, schweres Gerät dorthin zu schicken. Viele tausend Menschen verbringen auch diese Nacht in Notunterkünften. Und die Behörden warnen vor möglichen weiteren schweren Erdbeben in den kommenden Tagen.